Bandai Namco Games. Bandai. Oh ja. Cryware. Trademark. CyberConnect 2. Jo, das ist gut. Und wir müssen mit Controller spielen. Ist nicht so gut. Aber ich habe einen. Then I hereby declare war on you all. The fourth great ninja war. Wow. Oh my God. Wow. So, wir spielen hier übrigens Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 3 Full Burst. So, und warum fangen wir nicht mit dem ersten an? Ganz einfach, weil die nicht auf PC erhältlich sind, erst ab dem dritten Teil. Ich habe mir den schon vor einem Jahr gekauft. Ich glaube, das war der 16.04., habe ich vorhin gesehen. Und ich habe seitdem nicht gespielt. So, ich spiele hier mit Controller, mit einem Xbox One Controller, den ich hier am PC angeschlossen habe. Und ich bin der totale Noob mit Controllern. Ich habe noch nie mit Controllern gespielt. Ja, okay, ich habe mir mal eine PlayStation gekauft. Eine PlayStation 3 und Battlefield 3 dazu. Hab's dann so ein paar Stunden gespielt und hab gesagt, nö, nie wieder fasse ich irgendeinen Controller an, weil das so scheiße ist und seitdem gammelt bei mir irgendwo eine PlayStation 3 rum. Ja. So, mit Starttaste starten wir das Ganze mal. Und es wird geladen und gespeichert. Laden abgeschlossen. So, warte mal, ich gehe mal kurz noch hier. Optionen. Genau, das passt alles. Gewalt ist natürlich ein, so wollen wir das haben. Und die Anzeige ist auch ein. Okay. Dann hätte ich gesagt. Was gibt es denn hier? Spielmodusauswahl, was gibt es hier noch? Freier Kampf. Ah ja. Genieße freie Kämpfe. Und Online-Kampf. Ah ja. Okay. Auch nicht schlecht. Und dann sind wir hier wieder beim ultimativen Abenteuer. Gut, ich fange lieber erstmal damit an. Wir bestätigen mit A und stürzen uns ins ultimative Abenteuer. Neues Spiel. Jawohl. Unheil nähert sich drohend Konohagakure. In den Weg stellt sich ihm. Aha. So, was erwartet uns jetzt? Ein Mond, ein Vollmond. Da sehen wir es nochmal. Naruto Shippuden, Full Burst. 3. Können wir jetzt hier was machen? Ich drücke mal A. Dies ist die Geschichte eines Helden. Original Story and Art: Masashi Kishimoto. Oh, der
Der Controller vibriert und da haben wir auch Kurama. Gib uns die Action! Eine Seldin der Konohagakure vor dem Angriff eines bösartigen Tieres. Beschützt hat, glaube ich, stand noch da. Ich weiß es gar nicht mehr, ich habe es nicht mehr lesen können. Ja. Das ist der Neunschwänzige! So nennt man mich auch manchmal. Schöne Stadt. Die schöne Stadt. Aber da ich den Anime ja schon gesehen habe, weiß ich, wer alles dahinter steckt. Der bewusst sein Leben aufs Spiel setzte, um das Dorf zu verteidigen. Die Geschichte eines edlen Mannes mit lodernd brennenden Willen. Der vierte Hokage, Minato Namikaze. Aber Minato schafft das schon. Minato regelt das. Angesichts solcher großer Kraft muss ich aufpassen, wo ich diese... Ja. Und er steckt dahinter. Game developed by CyberConnect 2. Produced by Namco Bandai Games Inc. Eine wahre Geschichte, die niemals vergessen wird. Prolog. Angriff des Neunschwänzigen. Was ist das für ein Jutsu? Ultimative Entscheidung! Gibt es in der Geschichte, im Kampf mit mächtigen Bossen und an verschiedenen anderen Situationen. Stationen meine ich. Dabei bestimmst du den Charakter eine Route für dessen zukünftige Entwicklung. Das Spiel ändert sich dann entsprechend. Geil, geil, geil. Es gibt zwei verschiedene Arten von Routen. Die Heldenroute und die Legendenroute. Wenn du die Heldenroute abschließt, bekommst du Heldenpunkte. Für den Abschluss von Legendenrouten bekommst du Legendenpunkte. Ultimative Entscheidung. Item, Pakete, Verstärkung. Punkte lassen deine Item-Pakete wachsen und du kannst stärkere Ninja-Werkzeuge benutzen. Die Palette entwickelt sich je nach Punkten in Richtung Held oder Legende. Ninja-Werkzeuge unterscheiden sich je nach Palette. Deshalb wähle im Startmenü eine entsprechende Palette. Punkte verdienen. Heldenpunkte und Legendenpunkte kannst du ebenfalls verdienen, indem du bestimmte Kämpfe gewinnst. In der Regel wirst du mehr durch Kämpfe mit ultimativen Entscheidungen oder abgeschlossenen Ereignissen verdienen. Legende.
Schwierigkeit 3, Held, Schwierigkeit 4, mysteriöser Mann. Ah ja, eine ungewisse, schreckliche Vorahnung überkommt Minato. Doch wer ist diese Quelle? Wer verursacht dieses von Furcht erfüllte Schaudern? Und Konoha Verteidigung. Der neunschwänzige liegt Konoha in Schutt und Asche. Der dritte Hokage und andere stellen sich ihm entgegen. Minatos Gedanken richten sich ganz auf das Dorf. Also sollen wir jetzt den mysteriösen Mann verfolgen oder sollen wir lieber Konoha verteidigen? Ich glaube... Ich glaube, wir verteidigen lieber Konoha. Wir nehmen Held. Das Dorf ist es unversehrt. Ja, das Dorf wird nicht mehr lange unversehrt bleiben, wenn wir den nicht besiegen. Wenn wir Kurama nicht besiegen. Oder versiegeln. Wenn das so weitergeht, wird Konoha... Der dritte Hokage, jetzt geht nicht so schnell auf! Lord, dritte Hokage. Hiruzen Sarutobi. Wir müssen das Dorf beschützen. Los geht's! Es ist an der Zeit, unsere Kräfte zu bündeln und das Ding aus dem Dorf zu vertreiben. Angriff des Neunschwänzigen. Kampf gewinnen. Bonusanforderung, Gesundheitsanzeige konstant über 40%. Besiege den Neunschwänzigen. Blocken funktioniert nicht, wenn der Neunschwänzige angreift. Hüte dich vor Frontalangriffen und, herumfliegenden Trümmern. Gefahr, Zeichen nicht übersehen. Gefahrzeichen in der Gesundheitsanzeige des Neunschwänzigen. Gesundheitsanzeige. Der Neunschwänzige greift gleich an, weiche aus, um nicht getroffen zu werden. Oh. Ausweichen und ausweichen, dann angreifen. Begib dich zu Gebäude mit blauen Zeichen, um den Neunschwänzigen anzugreifen. Wenn du nicht nah genug herankommst, lass es sein. Verwende Shuriken und Ninjutsu. Und wie kann ich das machen? Ah. Oh, B. Immer B drücken, oder? Ja, ne? Ja. Wir müssen darüber. Darüber habe ich gerade was gesehen. Oh. Ja, 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 komm. Oh, haben wir. Bau auf deine Hilfstruppen. Die Konoha-Ninjas stehen bereit, dir zu helfen. Drücke LB. Jetzt muss ich erstmal schauen, wo LB ist. Warte mal. Das ist RB. LB. Okay. Und Befehl Hilfsangriffe. Ist die Hilfeanzeige gefüllt? Nutze sie, um Vorteile zu verschaffen. Ah ja. LB. Er kommt in Deckung. Spring! Ah! Komm! Hau drauf! Shosa Akimishi eingetroffen! Einmeldung, Verstärkung ist eingetroffen! Shosa und die anderen bieten wirksame Hilfe. Folge den Pfeilen um den dritten Hokage. Folge den Pfeilen um den dritten Hokage, um dich mit Verstärkung zu verteidigen. Wow.
Komm, ich hau noch mal kurz ein bisschen drauf. Haben. Oh. Ah. So, der Pfeil zeigt darüber. Eintreffen für Verstärkung 2, okay. Nachdem du den anderen Nachdem du zu den anderen gestoßen bist, drückst du die über ihren Köpfen angezeigte Tasten, um Hilfsangriffe auszulösen und spezielle Videos zu aktivieren. Aha, okay. Erfolg, bei der im Video gezeigten Tasteneingabe fügst du 69 schweren Schaden zu. Super Entfaltung! Okay, hat er jetzt schon irgendwas angezeigt gehabt? Nee, ne? Phasen mit Tastenangabe entsprechen einem abgespielten Video, werden als interaktive Aktion gezeichnet. Für Erfolge bei der interaktiven Aktion bekommst du Sterne. Je schneller du mit deinen Tastenangaben bist, desto mehr Sterne bekommst du. Oh Gott. Um in der Endphase des Kampfes erfährst du unter Umständen mehr über das Geheimnis hinter dem Kampf, wenn du über reichlich Sterne verfügst. Ganz generell nimmst du Schaden oder hast andere Nachteile, wenn du die falschen Tasten drückst. Du musst es noch einmal versuchen. Bei besonderen Bonuseingaben allerdings bekommst du bei Erfolg risikofrei Sterne. Es gibt dabei auch keine Anzeige der Restzeit. Okay. Ich mach einfach mal. Hat anscheinend geklappt. Und wir können oben mit LB wieder Verstärkung rufen. Oh, angreifen mit B! Greif an! Der Inuzuka-Plan ist eingetroffen. Okay. Diese Quicktime-Events. B. Yes! Ja, den setzen wir schon einiges zu. Oh. Oh. Kann ich angreifen jetzt? So, 6-Treffer-Kombo, okay, hauen wir ab. Oh. Okay, einmal noch und spring, weiter. Kakunara. Okay, der macht jetzt hier seinen Schattenbesitz. Jutsu. Ah nein, scheiße ich. Ah. Ich habe nur B gedrückt gehabt. Inoishi Yamanaka. Jo, haben wir voll. Haben wir ihn? Geschlossen. Jawohl. Gesundheitsanzeige konstant über 40%. S-Rang. What? Ja, krass. Wir haben dreimal Wundsalbe, Rabattgutschein. Okay.
Konohawa Makenzo!